Sind wir bald da? Sind wir bald da? Da liegt was. Da liegt was, da liegt was, da liegt was. Wenn ich wiedergeboren werde, dann will ich bitte als das gehässigste und böseste und übelste Wesen im Universum existieren. Ich will das Skript sein, das Zufallskämpfe auslöst. Ich will da sitzen, will den Menschen beim Spielen zusehen. Und immer so, wenn sie Millimeter vor ihrem Item stehen oder so, Kampf auslösen. Millimeter vom Speicherpunkt, Kampf auslösen. Ah, das wäre eine herrliche Existenz. This ends now. Aaron, du bist nur da, um mal kurz da zu stehen, deine Erfahrung zu kriegen und dann wieder zu gehen. Du musst nicht labern. Wacker, mach das. Wacker, wacker, wacker. Du lässt nach. Dass du blind bist, ist keine Entschuldigung. Dein Ball müsste dein Ziel von alleine finden. Was jetzt? Soll Lulu das jetzt machen oder was? Ihr seid alle unfähig. Alle unfähig. Das gibt's nicht. Warum ist der scheiß Vogel schon wieder? Der war gerade erst. Oh, endlich. There's something we need to discuss. Oh, go ahead. Girls only. Boys, please wait over there. Right. Sorry, Waka. Huh? What? Ah. Den Film würde ich gerne sehen. Übrigens, weil schon jemand meinte, Meg, Rico ist doch erst 15, du perverse Sau. Sir Oren? Inspira ist 14 legal, also keine Angst. I would alles like okay. Riku to be my guardian. Da ist sie ja. Diejenige, die für die Zerstörung unseres Dorfes verantwortlich ist. Was, was? Was? Du hast mich schon verstanden. Du bist für das verantwortlich, was passiert ist. Sie sind wegen dir gekommen. Hallo? Und jetzt wirst du dafür bezahlen. Oh, oh Gott. Ja, was? Ich bin gerade getötet worden. Das war Let's Play Venetica. War kürzer, als ich gedacht habe. Aha, so irgendwie scheint die das nicht zu stören, dass die gerade so mal von hinten erdolcht worden ist. Auch nicht schlecht. Blood. Blut. Jill. Schon. Der ist ja genauso wie Wesker. Die schicken die Frauen vor. Herrlich. Wir sehen schon, Resident Evil ist ein äußerst emanzipiertes Spiel. Die Frauen dürfen alles machen, während sich die Männer mit irgendwelchen scheinheiligen Begründungen rausreden. Nach dem Motto, ich muss die Halle bewachen. Ich muss das Blut untersuchen. Könntest du bitte schon mal vorgehen? Also, na, was machen wir? Ja, wir gehen einfach mal vor. Und, also ich wollte den Zombies einen Namen geben. Ja, ich muss mir irgendwas ausdenken. Wie nenne ich diese Zombies hier? Das ist Gunther. Genau, das ist Gunther. Der hängt hier unter der Treppe rum. Nein, und das ist... das ist Archibald. Das ist der sogenannte Säulenzombie, der sich gerne an Säulen aufhält. Wow, und der ist fies. Das ist ein beschissener Eckenzombie. Ey, der hört ja gar nicht mehr auf. Schmeck ich denn so gut? Ah, ein Buch. Eine Reihe von roten Büchern. Da ist ein weiches... Da ist ein weiches Buch dabei. Möchten Sie es knuddeln? Ja, auf jeden Fall. Vijolt-Bericht. Wie ich bereits in meinem... Also zumindest nicht sofort. Ich komme sowieso gleich nochmal in den Raum rein. Erstmal benutzen wir hier in dem Schrank den Sonderschlüssel. Oh ja, und hier ist ein Anzug, der Ihnen passen müsste. Möchten Sie sich umziehen? Oh ja. Das Geile ist auch, das wird abgeblendet. Dieses Spiel strotzt nur vor Blut und Gewalt, aber wie sich eine Frau umzieht, wird natürlich ausgeblendet aus dem Spiel. Ist mal wieder sehr typisch. Hielt eine alte Waffe rum. Ja, und das ist der Grund, warum ich den Typen überhaupt erschossen habe und den Schlüssel mitgenommen habe, denn diese Waffe ist genial. Bevor wir diese Waffe allerdings nutzen, wir sind nicht angekommen. Achtung! Der Motor wurde wegen Überhitzung gestoppt. Was ist denn das für eine beschissene Technik? Dieser Aufzug ist einmal runtergefahren und einmal nach oben gefahren. Und jetzt ist er schon überhitzt? Umbrella, ey. Wir bauen für die Ewigkeit. Auf diesen Stein können sie bauen, ey. Mann, Mann, Mann. Welcome back. Oh, ey.